In den letzten beiden Videos habe ich die Newton-Schaukel mit Hilfe des Flüssigkeitsbildes erklärt. Heute zeige ich ein systemdynamisches Modell. Das mag auf den ersten Blick kompliziert sein, es ist einfach ein bisschen umfangreicher, weil ja insgesamt sechs Kugeln beteiligt sind. Auf der untersten Ebene sieht man die sechs Töpfe für die Impulsbilanz. Die Ströme dazwischen oder diese Pipelines, das sind dann die Kräfte, bisschen salopp gesagt, oder eben die Impulsstromstärken zwischen den Kugeln. Auf der zweiten Ebene wird dann die Kinematik abgehandelt, das heißt, es wird jedes Mal die Geschwindigkeit zum Ort aufintegriert. Auf der obersten Ebene findet man dann die Energiebilanz mit insgesamt 12 Töpfen, 6 Töpfe für die kinetische Energie und 6 Töpfe für die Stoßzone. Dazwischen sieht man die Leistungen der Kräfte. Es gibt also hier statt 5 Kräfte gibt es 10 Leistungen der Kräfte. Die Leistung einer Kraft berechnet man immer mit Kraft mal Geschwindigkeit. Also diese Symbole hier, das sind Kopien dieser Impulsstromstärken. Die Geschwindigkeit rechnet man einfach, indem man den Impuls durch die Masse dividiert. Die Federkraft habe ich wie folgt modelliert. Ich sage einfach, wenn die Zone auf Druck steht, das heißt x1 minus x2 größer 0 ist, dann Federkonstante mal dieses Delta x, sonst sei die Stoßzone kräftefrei. Das ist eigentlich schon die ganze Modellierung. Zwei Körper haben einen Anfangsimpuls und natürlich dann auch entsprechend eine anfangskinetische Energie. Ich zeige hier noch schnell die Globals, also die Parameter. Masse war 112,5 Gramm. Ich habe hier noch eine große Masse für ein späteres Video. Ich habe eine kleine Masse. Das haben wir alles in der Sammlung. Das ist dann für später. Die Federkonstante habe ich abgeschätzt mit der Formel von Hertz. Und die Anfangsgeschwindigkeit habe ich abgeschätzt aufgrund des Videos auf 0,65 Meter pro Sekunde. Dann habe ich hier noch einen Zwischenraum zwischen den Kugeln gemacht von 5000stel Millimeter, also ein halber Hundertstel, damit die Stöße schön nacheinander erfolgen. Dann sieht man hier schön, dass die Impulsbilanz die dominierende Bilanzebene ist. Die Kinematik ist eine einfache Integration und die Energieebene, die könnte man wegnehmen. Das ist einfach Zusatzinformation, denn die Kausalitätspfeile, das sind diese Verknüpfungspfeile, die zeigen ja nur von unten nach oben. Aus der Energieebene heraus gibt es keine Pfeile, die nach unten führen. Das heißt, das System ist lauffähig mit nur Impulsbilanz und Kinematik. Nun zu den Resultaten. Lass mal laufen. Die Geschwindigkeit 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also man sieht einfach, wie die Geschwindigkeit zum Beispiel hier hochgeht und wie die letzten beiden Kugeln dann hier eine Geschwindigkeit haben und alle anderen sind dann stillstehend. Zu den Kräften, also hier der erste Stoß, das ist Kraft 1, 2, aber noch vorher gibt es einen Stoß 2, 3. Zwar ein Doppelstoß, wie ich schon im Flüssigkeitsbild erklärt habe. Dann 3, 4, kann man eins rausnehmen. 4, 5 und 5, 6, der deckt sich dann hier wieder mit dem letzten Stoß. Man sieht dann auch die Höhe der Stoßkraft, also 10 Kilonewton werden knapp nicht erreicht. Dann hier X3 und X4, das ist die Verschiebung der mittleren Kugeln. Wir reden hier von 1,8 Hundertstel Millimeter, so viel werden die Kugeln durch die Stöße verschoben, also diejenigen, die sich dann nicht dauernd bewegen. Und hier noch die Energieebene, also die Leistungen kann man anschauen, die sind natürlich immer vergleichbar.
Diese Leistungen, die gehen bis auf 4 Kilowatt. Das hängt damit zusammen, dass natürlich die Stoßzeit sehr kurz ist. Wir reden hier von Zehntel Millisekunden. Dann hier noch die kinetischen Energien der Körper. Das wiederholt sich natürlich. Machen wir noch kurz eine Parameterstudie, also hier diese Kräfte. Dann mache ich Folgendes. Ich mache einen Batch Run für den Ort X0. Das ist eben der Zwischenraum, den ich vorgebe von 5000stel Millimeter. Da mache ich einen Run, einmal mit keinem Zwischenraum und einmal mit diesen 5000stel Millimeter. Da sieht man die ursprüngliche Konfiguration, also diejenige, die ich vorgestellt habe. Und da sieht man dann diese gekoppelten Stöße, wenn kein Zwischenraum da ist. Also aufgrund dieser Simulation kann man die Zeiten abschätzen. Das heißt, ich habe die Zeit mit Hilfe der Hertzschen Formel hergeleitet und daraus die Federkonstante abgeleitet. Man kann die Energien sehen, gut, das kann man von Hand rechnen, aber man kann sehr schön sehen, wie der Leistungsverlauf ist. Ich wollte hier wieder mal zeigen, wie effizient die Modellierung ist mit System Dynamics. Ich habe für dieses Modell vielleicht 1,5 Stunden gebraucht, also nicht sehr viel. Und wenn man mit Schülerinnen und Schülern solche Dinge machen würden, statt einfach nur den schiefen Wurf 10-mal rechnen, dann würden diese Leute erstens mehr begreifen von Physik, da haben wir nämlich die volle Struktur, und sie hätten vielleicht auch mehr Freude an der Physik.